Akt 2, der Held zieht los, doch ehe er friedlos durchs Feindesgebiet muss, vollzieht er besagten Reinigungsritus. So will es der Mythos, das klingt fantasielos, doch schlagt es ruhig nach. Gemangelt und blank poliert und als Klites kostümiert, Rufus mit Go nun zum Ziel eskortiert. Und was Boso und Dirk angeht, tja, selbst verbockt. Wer nicht will, der hat schon, wer bremst, der verliert. Hossa, der Rest, der verliert. Das Hochboot. Wer braucht schon diese Pfeifen? Oh, schaut mich an. Ich bin Doc. Ich weiß alles besser und habe keine Beine. Oh, schaut mich an. Ich bin Boso. Ich habe Haare wie ein elysianisches Einhorn und kann Furzgeräusche auf meiner Bassgeige machen. Jetzt ärger dich doch nicht so. Ich find's ja auch traurig, dass ihr im Streit auseinandergegangen seid. Aber glaub mir, die werden sich schon wieder einkriegen. Spätestens, wenn sie übermorgen aufwachen und noch immer einen Planeten unter den Füßen haben. Mal gucken. Vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, wenn der Organon diesen ganzen Misthaufen hier in die Luft sprengt. Rufus! Schon gut, ich hab's ja nicht so gemeint. Wie ist es überhaupt auf Elysium? Du wirst es noch früh genug sehen. Stimmt es, dass sie dort Brunnen haben, aus denen Trinkwasser in die Luft spritzt? Rufus, ich kann mich so nicht konzentrieren. Ja. Was machst du da eigentlich so lange? Ich schreibe meinen Bericht an den Ältestenrat. Langweilig. Es dauert ja nur einen Augenblick. Du kannst ja schon mal das Bett vorbereiten. Das Bett? Wie in... Wer hat in meinem Bettchen geschlafen? Ja, natürlich das Bett. Wir sollten ausgeschlafen sein, wenn wir nach Elysium kommen. Und du und ich, wir beide teilen uns ein Bett? Schlafen, Rufus, okay? Nur schlafen. Ja, logisch. Ja, wozu denn? Was denn sonst? Schlafen. Jetzt wird's erotisch und herzlich willkommen zurück bei Deponia. Nam nam nam. Was ist das denn? Toll. Hightech vom Feinsten. Was ist das denn? Schuhe. Schublade. Kann man die auch so schließen? Rein aus Interesse. Schublade. Okay. Klimaschacht. Erstmal angucken. Der Schacht führt richtig tief rein ins Kreuzerinnere. Wohin genau? Lässt sich von hier aus schwer sagen. Okay. Nee, zugeschraubt. Na. Wir haben auch nichts mehr weiter. Glietes Schuhe. So ist es also wahr, was man über Leute sagt, die Plateausohlen tragen. Sie haben einen furchtbaren Schuhgeschmack. Ja, das ist wahr. Zu Ihren Diensten? Was machen Sie denn da? Die Tür bewachen, Herr Inspektor. Aha, ach so, na gut. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nun ja, Sie könnten beiseite treten. Ich wollte mal auf dem Kreuzer nach dem Rechten sehen. Negativ. Der Amtmann hat angeordnet, dass alle Gäste in ihren Kabinen zu bleiben haben. Was? Aber... Was soll das? Warum versperren Sie mir den Weg? Dann bleibe ich wohl mal lieber in meiner Kabine, was? Was soll das? Warum versperren Sie mir den Weg? Anordnung von Amtmann Argus. Er befürchtet, dass sich Eindringlinge unbefugten Zutritt zum Kreuzer verschafft haben. Eindringlinge? Unfassbar. Oh, keine Sorge. Die werden wir schon kriegen. Und wenn wir dafür jede Kabine einzeln durchsuchen müssen. Sagten Sie eben, Sie suchen nach Eindringlingen? Wollen Sie etwa auch in unserer Kabine durchsuchen? Ich bestehe darauf, aus der Kabine gelassen zu werden. Es wäre gut, wenn wir es lassen, aber im Endeffekt können wir es sowieso nicht lassen. Wir werden sowas von verkacken. Aber naja. Sagten Sie eben, Sie suchen nach Eindringlingen? Das ist doch lächerlich. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Im schlimmsten Fall handelt es sich um deponianische Rebellen. Lästig, aber harmlos. Also keine Sorge, Herr Inspektor. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Und solange Sie in Ihrer Kabine bleiben, sind Sie in Sicherheit. Wollen Sie einfach in unsere Kabine...
Wollen Sie etwa auch unsere Kabinen durchsuchen? Ja, ich traue mich gar nicht. Wollen Sie etwa auch unsere Kabine durchsuchen? Wieso? Haben Sie irgendwas zu verbergen? Was denn ich? Na nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Nein, hier ist sonst niemand. Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, Herr Inspektor. Wenn Sie nichts dagegen haben, gehe ich jetzt zurück auf meinen Posten. Ja, ist, glaube ich, besser. Nur eine Waschnische. Aber hey, hier gibt es einen Kaffeeautomaten. Kaffeeautomaten? Wir haben aber keinen Dings, ne? Keinen Kaffeebecher. Oh doch, da gibt's einen. Also was ist denn das hier? Kaffee aus Plastikbechern. Ich dachte, ich hätte erster Klasse gebucht. Hatata. Kaffee. Kaffee aus Plastik. Okay. War so klar. Jetzt sind es Mokassins. Ich sterbe. Okay. Ich sterbe gerade so ein bisschen. Brieföffner. Was für ein brutaler Brieföffner, bitte. Zu Argus, dem Tyrannen, schlich Rufus, den Brieföffner im Gewande. Ihn schlugen die Häscher in Bande. Was wolltest du mit dem Brieföffner, sprich? Entgegnet ihm finster der Wüterich. Das Postgeheimnis des Tyrannen verletzen, du Schuft, du. Das werden wir verpetzen. Wir nehmen mal den überdimensionalen Brieföffner. Darf ich? Wozu brauchst du denn jetzt einen Brieföffner? Na, um meine Post zu öffnen. Welche Post denn? Na, du Post. Wie jetzt? Ich Post. Na, du Post zu mir. Wie ein Post-it, das an meinem Herzen klebt. Himmel, ich bin so gestört, dass ich das süß finde. Ja. Brutaler Brieföffner. Oh Gott, das mit dem Mokassins, ne? Da habe ich so... So ganz leicht habe ich so ein bisschen so ein Stechen im Herz verspürt. Perfekt. Es geht doch nichts über atmungsaktives Schuhwerk. Okay. Jetzt sind es Mokassins. Oh Gott. Okay. Kletisschuhe. So ist es also wahr. Sie jetzt sind die mit Kaffee getränkt und völlig zerstört, aber naja. Wir sollen noch nicht das Bett vorbereiten, aber wir machen erstmal alles andere. Könnten ja was verpassen. Ach ne, warte mal. Gibt's da was, oder? Ist das einfach nur so random? Ist einfach nur so random. Dann holen wir mal das Bett, gerade mal. Zu Bett gehen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Bett ist bereitet. Da brauchst du gar nicht so zu flöten. Wir werden einfach nur schlafen. Kapiert? Das hast du schon mal gesagt. Ja, aber du hast mir nicht zugehört. Und deine Hose bleibt gefälligst auch an. Verstanden? Und sei es nur wegen der Überwachungskameras. Überwachungskameras? Du meinst, wir werden hier gefilmt? Und das guckt sich dann einer an? Vielleicht nicht gerade jetzt in diesem Augenblick, aber ich bin mir sicher, dass sie alles aufzeichnen und regelmäßig das Material sichten. Und dann wäre es natürlich blöd, wenn ich mein Kostüm ausgezogen hätte, ne? Ja, das würde alles ruinieren. Es sei denn, jemand würde rechtzeitig in den Computerkern eindringen und die Aufzeichnung vorher löschen, richtig? Willst du mir irgendwas sagen, Rufus? Nein, nein. Schreib du nur in Ruhe deinen Bericht zu Ende. Und ich mache... irgendwas Angemessenes. Also nicht sowas wie in den Computerkern eindringen oder so. Ganz im Gegenteil. Ich mache eher was Langweiliges. Sowas, wo du keinen Verdacht schöpfst. Okay. Das ist, Aber das ist das erste Mal, dass ich so sehe, dass es auch mal... Naja, es ist der Organon, aber es ist das erste Mal, dass ich wirklich jetzt mal sehe, dass es auch mal was Schönes hier gibt. Also so... Schön im Sinne von, naja, so aufgeräumt und so. Brauchst du noch lange? Ich bin gleich fertig. Lass dir Zeit. Ich habe sowieso noch was Dringendes zu erledigen. Okay. Aber verhalte dich bitte unauffällig. Du weißt ja, die Videoüberwachung. Ich denke an nichts anderes. Okay, wir müssen auf jeden Fall das Material zerstören.
Zu Ihren Diensten? So. Aber die Überwachungsvideos müssen Sie doch nicht nochmal durchgucken, oder? Keine Sorge. Wir werden alles tun, was nötig ist, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Was die Videos aus unserer Kabine ja nicht mit einschließt, richtig? Falsch. Aber keine Sorge, Herr Inspektor. Der Inhalt dieser Videos wird sehr diskret behandelt. Und wenn es stimmt, was man sich hier so über Ihre letzten Aufnahmen erzählt, gibt es eh keine erwähnenswerten Höhepunkte. So viel zum Thema diskret. So. Ich bestehe darauf, aus der Kabine gelassen zu werden. Das geht nicht. Ich habe meine Anordnung. Das artet ja in Belästigung aus. Ich bin immerhin Elysianer. Sie haben kein Recht, mich so zu behandeln. Sie können gerne offiziell Beschwerde einreichen. Sind wir jetzt etwa Gefangene? Aber nicht doch, Herr Inspektor. Ich habe strikte Anweisungen, mich Ihnen gegenüber so zu verhalten, als würde kein Anlass bestehen, Sie eines Verrats am Organon zu verdächtigen. Aha. Werden Sie unsere Kabine noch einmal durchsuchen? Wieso? Denken Sie etwa... Nein! Na, das wird... Entschuldigen Sie bitte, wenn Sie nichts dagegen haben... Okay... Ich sehe nicht so richtig, wie wir weiterkommen sollen, aber vielleicht den hier? Na, das könnte funktionieren. Ja. Und wir gehen. War so klar. Aua. Ende der Fahnenstange. Das, wow. Wo bin ich denn hier gelandet? Das muss der Computerkern sein. Hm, geile Location. Da lassen sich bestimmt prima Partys feiern. Bestimmt. Was können wir denn hier machen? Fußmatte? Die scheinen hier großen Wert auf Reinlichkeit zu legen. Die Fußmatte ist ja so sauber, dass man davon essen kann. Für deponianische Verhältnisse bestimmt. So, was haben wir denn hier? Terminals? Von diesen Terminals aus müsste ich die Videoaufzeichnung löschen können. Aber dazu muss ich erstmal da runter. Ja, das ist das Ding, ne? Okay... Der Schacht führt richtig tief. Wohin genau? Tja, bloß... Ich weiß nicht so richtig, was ich machen soll. Von hier oben wird das... Von hier oben... Ja, von da oben wird das nicht so. Wie komme ich bloß da runter? Hoppla! Was zum... Meine Herren, wir haben allen Ernstes einen extra Roboter, der die Fußmatten putzt. Geil. Na, Putzibot, alles Chico? Sauber. Oh, so einen hätte ich aber auch. Der ist niedlich, macht keinen Dreck, macht sogar Dreck weg und er hat einen Getränkehalter. Geil, ich will einen Putzibot. Kaffee? Putzibot. Ist das da wirklich ein Tja, irre? Aber dazu muss ich erst... Ja. Von hier oben. Schuhe. Von hier. Nee. Okay. Terminals. Von diesem Kabel. Ja. Oh, das muss der Computerkern sein. Überhaupt nicht übertrieben. Hatte ich mir den, weiß auch nicht, weniger funky vorgestellt. Eine Riesendisco-Kugel. Ja. Der Organon weiß schon, wie man dies das macht, ne? Weißt du Bescheid? Ich würde sagen, ich mache hier mal kurz, 2 Minuten haben wir noch, aber gleich eine Aufnahmepause. Warte mal, ich muss mal hier den Bettknopf und den Schubladenknopf gerade mal drücken. Wupp. So, und können wir die Mokassins da wieder reinstellen? Ich behalte meine Sache, auch wenn ich zugeben muss, dass hier ziemlich wenig Platz ist in diesem Kostüm. Ja, ist ja nicht weniger Platz als sonst. Schuhe auf Bett. Na, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Okay. Hierfür brauche ich und eine Visitenkarte, die bes... Okay. Danke, ich hab noch... Hierfür und eine... Knopf. Hierfür und, nö, sonst nicht. Okay, warte mal. Hier und eine Visitenkarte, die besagt, dass ich Computerspiele entwickle. Kaffeemaschine mit... Ja. Ich behalte meine... Auch wenn ich... Ja, du behältst deine Sachen lieber bei dir. Das ist schön und gut, bringt mich aber ja nicht weiter so unbedingt, ne? Weißt du,
Goal, mit Messer, weißt du. Brauchst du den Brieföffner noch? Kommt drauf an. War es Cletus mit dem Brieföffner im Billardzimmer? Nein. Dann brauche ich noch ein bisschen. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns erstmal in der nächsten... Ich kann noch mal ganz kurz was versuchen. Einmal ganz kurz. Ja, nee, machen wir nochmal hier. So, nee, so, ja. Von hier oben? Ja, von hier oben wird das nix. Nee, wir können auch so weiter jetzt nichts machen. Von hier. Wir können auch so weiter. Ist das da wirklich? Ja, aber da. Nichts machen. Gut, wir sehen uns erstmal in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.